der fertigen Motoren. Das heißt, wir bauen keine Autos zusammen, sondern wir machen eigentlich das Herz vom Antrieb. Wir haben im Prinzip Kurbelgehäuse, Zylinderkopf, Broil, Kurbelwelle und die neuen Elektrogehäuse. Die Kernkompetenz ist eigentlich die Genauigkeit und der Umfang für die Mitarbeiter, was die eigentlich wirklich können. Niveau ist extrem hoch, auch die Genauigkeit. Und das ist eigentlich die Kerneffizienz und Qualität, was eigentlich ganz andere ist. Wir haben jetzt ein neues Gebäude gebaut. Wir haben eigentlich extrem lässige Räumlichkeiten. Und wir haben seit letzten Jahres, 1.9., die ersten 25 Lehrlinge genommen. Und heuer haben wir einen zweiten Durchgang, haben wir 35 genommen. Wir haben im Prinzip einen komplett modernen Maschinenpark. Wir haben die neuesten Anlagen, egal ob es Spannungstechnik, Elektrotechnik, SPS-Programmieren ist. Wir sind als Letztstand der Technik. Wir sind momentan von der Modernität her extrem hoch und ganz vorne dabei. Wie steht für Qualität? Dann lernen im Prinzip die Lehrlinge jetzt am Anfang schon das BMW-Leben, wie es dann in die Abteilungen ist. Und ich sage, wenn man reingeht und man schaut sich bei uns jetzt eine Werkstatt an, dann ist das am modernsten Stand der Technik. Und wir wollen im Prinzip auch den Lehrlingen das Wissen vermitteln. Aber der Maschinenpark gibt eigentlich alles her, was technisch möglich ist. Ja, EMCO verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich von den Ausbildungsmaschinen. Was vielleicht der große Punkt da ist, EMCO produziert einfach von der kleinen Universaldrehmaschine bis zur Multitasking-Drehmaschine kann man von EMCO einfach alles haben. Wir decken einfach das gesamte Produktportfolio ab, was BMW gefordert hat. Und wie dann die Frage gekommen ist, ob wir die Sinomeric-Wandsteuerung auf die Maschinen aufbauen können, haben wir natürlich sofort ja gesagt. Ich glaube, das war die erste Lehrwerkstätte in Österreich, was das gekriegt hat. Wir können uns auf jeden Fall von dem abheben, dass wir alles anbieten, so wie ich schon vorher erwähnt habe, von der kleinen Maschine bis zur großen Multitasking-Maschine. Was vielleicht da ein Riesenpunkt ist bei uns, wir haben 30 Servicetechniker in Österreich, haben 14 Servicetechniker an der Hotline, die was kurzfristig erreichbar sind und das, was auch immer kostenlos ist bei uns, wenn man bei der Hotline anruft. Wir haben in die Ausbildungsstätte insgesamt 21 Maschinen geliefert, von der konventionellen Dreh- und Fräsmaschine bis zur CNC-Dreh- und Fräsmaschine, die was wir sogar mit Sinomeric One ausgestattet haben. Und dann haben wir noch einen Folgeauftrag gekriegt von weiteren zwei Maschinen für den Werkzeugbau. Da haben wir auch noch zwei Fräsmaschinen geliefert, die haben wir auch mit Sinomeric One ausgestattet. Das ist für uns ein super Projekt. Wir haben das Modernste da. Es ist extrem schön aufgezogen, es ist offen gestaltet. Wir haben alle Möglichkeiten und wir haben die beste Technik. Und ich sage einmal, da muss der Wow-Effekt vom Jugendlichen muss kommen, muss sagen, ich will zu BMW.